Herzlich willkommen zum ersten einleitenden Teil meiner halbherzigen Buchrezensionen zu sagenhaften Themen. Ich muss selber über meinen Titel lachen, aber ich habe mir einiges an Gedanken gemacht, wie ich denn damit umgehe, was ich hier vorhabe und glaube, ich hab's Einfach auf den Punkt getroffen. Ja, äh, kurz erklärt. Äh, es geht hier um Literatur rund um die Elementargeister, und zwar Fachliteratur. Die sogenannten Elementargeister, die, wie wenige wissen, auch Dämonen genannt wurden im Hebräischen, also das, was uns äh, Hollywood darlegt, was es für schlimme teuflische Dämonen gibt. Das ist äh, alles eine reine Erfindung, äh, weil die wahren Dämonen, die sogenannten Elementargeister, sind die, die wir uns auch gerne mal in den Vorgarten stellen mit Pfeifchen und mit Schubkarre sitzen da die Heinzelmänner oder die Zwerge und äh, das sind in Wirklichkeit von der wortkunde her betrachtet die waren dämonen ja und woher die kommen dem möchte ich gerne mal auf die spur kommen was ist denn deren geschichte was ist denn deren funktion seit wann sind die denn auf erden und äh, ja wohin sind sie verschwunden als sie sich von uns verabschiedeten Dazu braucht man Fachliteratur und das Beste wäre natürlich, man hätte Fachliteratur aus der Zeit des Geschehens selbst. Ja, und ihr werdet vielleicht teilweise staunen, diese gibt es. Die älteste äh, und bekannteste Schrift ist die von Paracelsus, äh, als er sein kleines Buch oder eher gesagt Kapitel über die Elementargeister schrieb. Und äh, genau daraufhin folgte eine Menge anderer Fachliteratur, und die, mh, ja, wie soll ich sagen, die erstöbere ich und studiere sie, um Antworten auf meine Fragen zu finden. Nun, äh, das ist die Art Literatur, die ich hier vorstelle, damit ihr erfahrt und damit man überhaupt einmal auch aufschlüsseln kann, was gibt es denn da alles? Für Fachliteratur zu elementaren Wesen, zu den sagenhaften, den fabelhaften. Das wäre ja schon spannend, weil da gibt es weitaus mehr, als man in ja, Esoterikregalen im Buchladen oder sowas findet. Und genau das, was aus der Vergangenheit da noch übrig ist was etlichen Bücherverbrennungen sozusagen entkommen ist, sollte ja eigentlich das äh, das Wichtigste und Spannendste sein mit den tollsten Quellangaben. Ja, ob das so ist, <laughs> möchte ich euch jetzt nicht wirklich die ganz große Hoffnung machen. Aber es gibt Ausnahmen. Und äh, das. Stelle ich euch hier vor. So, und nun kommen wir zur Halbherzigkeit. Warum ist das hier eine halbherzige Buchrezension? Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass es wahrscheinlich gerade bei vielen Bücherverbrennungen nicht so einfach ist, Bücher zu finden, die da große Wahrheiten aus der Vergangenheit aufdecken, äh, gerade in Bereichen, die. Äh, absolut heidnischer Art waren. Und da wir ja wissen, dass gerade in den alten Zeiten äh, die Heidenliteratur verbrannt wurde von Leuten, die die Heiden überhaupt gar nicht leiden konnten, äh, wird das dann wohl eher etwas eng, da auch was zu finden, wonach ich hier im Speziellen suche. Und wenn ich dann etwas finde, was so Hanebüchen in seinem Inhalt ist äh, und warum ich das dann als Hanebüchen betitele, oder das so abwäge, das erkläre ich dann im Einzelnen, oder wo das einfach ganz schlimm gelogen wird oder falsche Fährten gelegt werden, damit man ja, da verwirrt wird in dem Thema, oder Leute, die sich etwas einbilden, weil sie sich gerne selber emporheben wollen, da gibt es so schlimme Sachen, die muss ich dann nicht wirklich zu Ende lesen, wenn sich herausstellt, dass dieses Buch überhaupt Gar nicht zur ernstzunehmenden Fachliteratur über Zwerge zählen kann. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es für mich das Buch nicht zum Ziel führt und ich das nicht zu Ende lesen mag, weil mir sonst irgendwann die Haare ausfallen, weil ich die so raufen muss vor lauter Humbug, was da drin steht, könnte das Buch ja auch für andere interessant sein. Und da gibt es so manchen Fall, zum Beispiel. Den ersten, den ich dann vorstelle, jetzt im zweiten Teil dieser Reihe, den Grafen von Gabalis, in dem Dinge stehen, mit denen ich mich nicht näher befassen möchte, aber manche andere vielleicht, wer weiß das schon, weil so ein Buch ist schon ziemlich spannend. Ja, das ist die Halbherzigkeit und äh, das muss ich hier auch ganz eindeutig benennen, weil... Gerade schlimme Kritiker von Literatur äh, stellt sich ganz oft heraus, lesen das Buch gar nicht, <laughs> dass sie öffentlich zerreißen. Und äh, das ist natürlich eine ganz schlimme Sache, da möchte ich mich nicht einreihen. Deswegen sage ich ganz explizit, Leute, ich habe das Buch nicht zu, zu Ende gelesen, in dem Fall, in dem es dann eben auch so passiert. Und deswegen benenne ich vorsichtshalber auch die ganze Reihe so, auch wenn ich einige Bücher, äh, die ich hier vorstelle zu ende las ähm, und sogar genauestens studiert oder sogar mehrfach gelesen habe äh, aber ich möchte hier keine, keinen falschen schein äh, aufkommen lassen und äh, deswegen warne ich da im vornherein dies hier sind keine klassischen buchrezensionen äh, wie man sie vielleicht gewohnt wäre oder wie man es erwarten würde und deswegen direkt im titel hier eine Warnung. Ich habe ein besonderes Ziel mit meiner Buchforschung und deswegen ist es hier auch etwas anders, als es im klassischen Sinne sein sollte. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug erklärt, ihr habt es verstanden. Fachliteratur zu Zwergen und Co auf der Suche nach Hintergründen und ja. Und wenn ein Buch bei mir quasi durch meine Suchkriterien durchgerattert ist, dann äh, habe ich es nicht fertig gelesen, aber ich habe mir einen Überblick darüber verschafft, um euch von diesem Buch zu erzählen, weil es könnte euch ja vielleicht interessieren. Und damit äh, schließe ich jetzt hier diese Einleitung ab und äh, wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Teil aus der Reihe Der Graf von Gabalis.